Heute wird es feuchtfröhlich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Etwas Genuss. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Befeuchtung des Humidors, Befeuchtung der Zigarren, beziehungsweise wie wir dabei Geld sparen können. Die Dinger hier, die kennen wohl die meisten Aficionados. Das sind Boveda Humidipacks oder Boveda Befeuchtungspacks. Das ist eine der am weitesten verbreiteten Lösungen, um den Humidor zu befeuchten, beziehungsweise die Tupperdose, Lock- und Lockdose, Vorratsdose, wo auch immer ihr eure Zigarren aufbewahrt. Ziploc-Beutel im Zweifelsfall. Da werden diese Packs reingeworfen und diese Packs sind mit einer Salzlösung befüllt, mit einem Gel. Und das sorgt dafür, dass sie sowohl Feuchtigkeit abgeben wie auch aufnehmen können. Es gibt sie in verschiedenen Größen zu kaufen, es gibt sie in verschiedenen Stärken der Befeuchtung zu kaufen. Das hier sind jetzt meiner Meinung nach die absoluten Klassiker. Das sind die 60 Gramm Beutel für 20 bis 25 Zigarren mit 69% relativer Luftfeuchtigkeit, die sie halt gewährleisten sollen. Die Dinger haben einen Nachteil, sie werden über die Zeit hart und trocken. Das ist einfach so, das gehört dazu und dann müssen sie halt erneuert werden. Viele Leute machen es so, und das ist auch das, wozu natürlich Boveda in erster Linie rät, ist, dass sie dann die alten wegwerfen, wenn die hart geworden sind und holen sich neue. Da lässt sich aber massig Geld sparen. Wir können nämlich wieder ein bisschen neues Leben in diese Dinger einhauchen. Und ich persönlich habe Boveda Packs, die ich seit 3 Jahren benutze und seit 3 Jahren quasi immer wieder auflade. So kann man das wohl am besten bezeichnen. Man kann sie wieder aufladen. Wie das Ganze funktioniert, werden wir uns in diesem Video anschauen. Ich werde euch 3 verschiedene Möglichkeiten zeigen. Wir werden die miteinander vergleichen. Aber dafür müssen wir erstmal sorgen, dass diese Dinger trocken werden. Und ich habe mich dazu entschlossen, diesen Schritt hier bewusst mit ins Video zu nehmen. Ich wollte nicht schon mit trockenen quasi anfangen, weil ich das Ding hier quasi, dieses Video, so transparent wie möglich gestalten möchte. Ich möchte nicht, dass es am Ende heißt, oh, da hast du jetzt aber ein altes Pack genommen. Das sind alles 3 original verpackte Packs. Sie sind aus dem gleichen Karton. Ich werde sie jetzt hier öffnen und werde sie liegen lassen, solange bis sie hart sind. Und wenn sie hart geworden sind, kommen wir hier im Video wieder. Das werden für euch dann ein paar Sekunden sein. Für mich wird es, keine Ahnung, ein paar Tage sein. Vielleicht dauert es auch 1-2 Wochen, bis die Dinger tatsächlich hart sind, wenn ich sie einfach in der Luft liegen lasse. Und dann werden wir diese 3 Methoden vergleichen. Ich packe die mal eben aus. Ich weiß, ich knister ja gerade furchtbar rum. Es tut mir leid. Ich packe sie mal eben aus. So ausgepackt sind sie. Die werden jetzt an einen Ort wandern. Also sie werden noch alle am gleichen Ort liegen und werden austrocknen. Und sobald sie hart geworden sind, sehen wir uns wieder. Und dann werde ich euch die 3 verschiedenen Möglichkeiten vorstellen. Dann werden wir diese Möglichkeiten ihre Wirkung tun lassen. Und dann schauen wir uns an, welche Methode am besten funktioniert hat. Es ist 9 Wochen später. Und die Dinger sind endlich hart. Ich muss echt sagen, ich zeige mich beeindruckt von Boveda Packs. Jetzt sind sie gerade so in der Konsistenz, wo ich sage, das ist gut, um sie wieder aufzuladen. Wichtig ist, wenn die richtig knüppelhart werden, richtig knüppelhart, dann werdet ihr euch damit auch wieder ein bisschen schwerer tun. Solange die noch, ihr seht das, die haben jetzt noch ein kleines bisschen Spiel, dann ist das in Ordnung, dann habt ihr da definitiv gute Chancen. Alle 3 haben an der gleichen Stelle gelegen. Wie gesagt, das hat nur einfach viel länger gedauert, als ich dachte. Aber so ist es, ein transparenter Versuch. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal mit der ersten Methode an und zeige euch dann die 3 verschiedenen Methoden, wie ihr Boveda Packs wieder aufladen könnt. Und das ist alles, was ihr dazu braucht. Und das Wichtigste zuallererst, für alle 3 Methoden gilt, wir nehmen nur destilliertes Wasser. Wir nehmen kein Kranwasser, wir nehmen kein Mineralwasser, kein stilles Wasser. Es ist destilliertes Wasser. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr kein destilliertes Wasser nehmt. Generell, also egal welche Befeuchtungsmethode ihr nehmt, auch wenn es nicht Boveda Packs sind, nehmt immer destilliertes Wasser. Auch wenn ihr euren Humidor pflegt, immer destilliertes Wasser nehmen. Ihr könnt euch ansonsten da wirklich Keime in den Humidor holen. Das wollt ihr einfach nicht. Und wir nehmen auch hier destilliertes Wasser, einfach aus dem Supermarkt. Das ist jetzt auch keine Werbung für die Marke, für ihr gut und günstig von, ich glaube von Edeka war es, sondern es ist einfach das, was ich gekauft habe und was ich da habe. Und für die erste Methode, das ist die indirekte Methode. Das heißt, ich habe hier eine große Plastikbox, da ist unten ungefähr ein Daumen breit, vielleicht ein Fingerbreit, ein Daumen breit von dem destillierten Wasser drin. Da reingestellt habe ich umgedreht eine kleine Plastikdose. Das heißt, ich habe mir quasi eine kleine Plattform geschaffen, auf die ich jetzt das Boveda Pack legen kann.
Das Bovedapack liegt im Trocknen. Wir haben unten in der Dose halt leicht dieses destillierte Wasser drin stehen. Ich mache die Dose zu und warte ab. Wir werden für alle Methoden etwa 3 bis 4 Tage abwarten und werden uns dann mal einen Zwischenstand anschauen. Das sollte eigentlich genügen, dass wir dann sehen, was sich da tut. Wichtig ist, dass ihr natürlich die Dose gut verschließt, dass da drin quasi so ein kleines Mikroklima entsteht. Falls es eine Dose ist, wie ihr zum Beispiel auch für die Zigarrenlagerung nehmt, die so eine Silikondichtung oder Gummidichtung oben im Deckel hat, ist es noch besser. Es geht aber auch tatsächlich ohne sehr, sehr gut. Hauptsache ist nur, dass sie wirklich einigermaßen dicht abschließt. Rundherum fest angedrückt. Und hier lassen wir jetzt das Boveda die nächsten 3 bis 4 Tage indirekt aufladen. Dann kommen wir als nächstes zu einer Methode, die genau das Gegenteil ist. Wir kommen zum direkten Aufladen. Und das ist eine Methode, vor der gruselt es mich immer ein bisschen. Wir haben auch hier das relativ fest gewordene Boveda-Pack. Wir legen es rein. Wir nehmen unser destilliertes Wasser. Also ich habe auch hier wieder eine kleine Plastikdose. Das dürfte, glaube ich, selbsterklärend sein. Und setzen das Boveda-Pack komplett unter Wasser und achten darauf, dass es auch wirklich komplett im Wasser drin liegt. Auch hier empfiehlt es sich, die Dose wieder zu verschließen, damit das Wasser nicht zu schnell verdunstet. Aber das ist wirklich das genaue Gegenteil. Und ich weiß, was ihr denkt, der hat gerade Papier in Wasser getunkt. Unter dem Papier ist noch eine, ich nenne das mal eine Plastikschicht und auch dieses Papier ist beschichtet. Das wird hoffentlich nicht auseinanderfallen, das wäre zumindest sehr, sehr schlecht. Es gibt auch einige Leute, die das echt so, ich sag mal, auf die eher brutale Art machen. Hier jetzt auch die direkte Methode, auch hier 3 bis 4 Tage. Wir werden alle Methoden gleich lang testen und dann schauen wir uns mal halt mal, welche am besten funktioniert. Aber das ist das genaue Gegenteil zur indirekten Methode, die direkte. Und dann gibt es noch eine Methode, die ich ebenfalls zu den direkten Methoden rechnen würde, aber die da vielleicht ein kleines bisschen verträglicher ist. Wir werden das Pack nicht unter Wasser setzen, sondern wir werden es nehmen und werden es mit feuchter Küchenrolle umwickeln, die wir auch mit destilliertem Wasser feucht gemacht haben. In der Hoffnung, das Pack vielleicht so ein bisschen schonender auch wieder aufladen zu können, als es komplett wieder unter Wasser setzen zu müssen. Das heißt, ich habe mir jetzt hier einfach eine Schale, also ich glaube, ich muss euch jetzt hoffentlich nicht erklären, wie ihr Küchenrolle feucht kriegt mit destilliertem Wasser. Und dann nehmen wir uns hier einfach mal 2, 3 Stücke und werden das jetzt gut durchtränken. Natürlich so, dass wir es hoffentlich noch ein bisschen auseinander kriegen danach. Das wäre gut. So, ich werde es ein bisschen ausbringen, aber es soll schon gut feucht sein, ja? So, eine kleine Sauerei werdet ihr auch auf dem Tisch machen, aber so ist das halt. Dann werde ich es jetzt vorsichtig auseinanderfalten und werde das Boveda-Pack bestmöglich darin einpacken. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich falte es tatsächlich komplett auseinander. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Methode, die habe ich bisher auch nur gesehen. Ich habe sie selber nie angewandt. Umso spannender auch für mich. Es ist heute auch für mich ein kleiner Feldversuch, beziehungsweise als ich vor über 2 Monaten angefangen habe, dieses Video zu drehen. Und ich weiß, dass ihr heiß begehrt auf dieses Video wartet. Übrigens, ich habe nicht gedacht, dass die haben an der Luft getrocknet und die haben über 2 Monate gebraucht. Aber ihr seht, es ist jetzt einfach eingepackt in feuchter Küchenrolle. Auch das wandert in die Dose, auch da wieder, um einfach ein bisschen die Lebensdauer und um die Verdunstung zu reduzieren. Und dann wird auch das jetzt 3 bis 4 Tage einfach in Ruhe seine Wirkung tun. Auch die sind jetzt wieder an den gleichen Ort zurückgewandert, wo ich die Packs auch habe austrocknen lassen. Das ist hier nebenan bei mir im Hauswirtschaftsraum. Das heißt, die haben alle drei, die sind am gleichen Standort, gleiche Bedingungen, gleiche Temperatur, gleiche Sonnenanstrahlung durchs Fenster. Und wir werden uns einfach in, denke ich, 3 bis 4 Tagen wiedersehen und schauen dann mal an, welche Methode in diesem Zeitrahmen am besten funktioniert hat und welche Vor- und Nachteile es pro Methode gibt. Okay, Freunde, ich muss ein Geständnis machen, es waren jetzt nicht 3 oder 4 Tage, es waren insgesamt 6 Tage, die Bovedas Zeit hatten, wieder aufzuladen. Ich bin einfach nicht eher dazu gekommen, das Video zu drehen, aber das sollte eigentlich halb so wild sein. Wir haben hier die 3 Methoden. Wir haben die indirekte Methode, wir haben die absolut direkte Methode und wir haben die Methode, wo wir das Boveda in das nasse Küchentuch eingewickelt haben. Ich habe zur Sicherheit hier ein Geschirrhandtuch dabei, weil ich sicherlich diese beiden Packs abtrocknen werden muss. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie die Packs mittlerweile aussehen, was die Unterschiede sind und versuchen dann ein Fazit zu ziehen. Und dafür fangen wir mal mit der indirekten Methode an. Schauen wir mal, wie sich das Pack mittlerweile darstellt. Also wir haben einen deutlichen Unterschied. Es ist wieder komplett befeuchtet.
kann ich einfach so sagen, es fühlt sich fast an wie neu. Man merkt, wenn man das ganz, ganz deutlich massiert, merkt man die ein oder andere kristalline Struktur da drin, also ganz wie so ein bisschen Sand, sage ich mal. Aber alles in allem ist es wieder ein absolut feuchtes, gut verwendetes, gut aufgefülltes Boveda-Pack. Also knapp, ja, 6 Tage Zeit waren es jetzt, haben dafür gesorgt, dass das nahezu komplett harte Boveda wieder gut befüllbar ist. Also wirklich, es ist super. Es ist, und also ich sage es auch gleich vorweg, das ist halt die Methode, die ich auch selber benutze, womit ich seit Jahren Bovedas das wieder auflade. Super. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Methode 1, die indirekte Methode, hat schon mal funktioniert. Dann schauen wir uns mal die aggressivste Methode an, die direkte Methode. Also hier haben wir ja das Boveda wirklich jetzt 6 Tage lang unter Wasser gesetzt und es ist sehr voll und es ist auch sehr nass von außen. Natürlich, damit war zu rechnen. Also hier müsstet ihr jetzt, das sage ich an der Stelle direkt dazu, hier müsstet ihr jetzt idealerweise noch das Boveda, weiß ich nicht, eine Stunde oder zwei an der Luft liegen lassen, dass wirklich die Außenschicht komplett abgetrocknet ist, bevor ihr das so, also bevor ihr das jetzt in den Humidor legt, das Papier muss wieder komplett trocken sein. Aber das hier, das hat sich auch richtig wieder so ein bisschen aufgebläht, sage ich mal. Das ist halt, es ist halt wirklich richtig, richtig krass aufgebläht. Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Es ist auch im Vergleich zu dem anderen deutlich dicker. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Das hier ist aber wirklich richtig, richtig schwammig, sage ich mal. Und das hier ist halt eigentlich so, wie ich im Bovena erwarte. Das waren jetzt sicherlich 6 Tage, das komplett 6 Tage unter Wasser zu lassen, war sicherlich auch krass. Aber wie gesagt, es hat funktioniert. Kommen wir zur letzten Methode, würde ich sagen. Und das ist die Methode, wo wir das Boveda in eine feuchte Küchenrolle eingewickelt haben. Und ich sehe schon, die Küchenrolle ist auf jeden Fall gut trocken geworden. Ich packe es mal eben aus und dann schauen wir es uns an. Also auch hier, das Boveda ist wieder absolut weich geworden. Das Papier ist hier nicht nass geworden, aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert und ist wieder komplett feucht geworden. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein Fazit. Also wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, dann stellen wir fest, dass diese Methode, die indirekte Methode, sehr gut funktioniert hat. Das Boveda ist wieder aufgeladen, es ist wieder weich geschmeidig und hat definitiv gut Feuchtigkeit gespeichert. Die direkte Methode, wie gesagt, das Boveda muss jetzt noch mal ein bisschen trocken. Es ist die aggressivste Methode, hat aber auch sehr gut funktioniert und das Boveda ist wieder voll aufgeladen. Und hier die, ja, die halb direkte Methode mit der eingewickelten Küchenrolle, auch da hat es gut funktioniert. Das Boveda ist wieder gut aufgeladen. Zu allen Methoden gibt es drei Dinge, die man berücksichtigen sollte. Sache Nummer eins, nehmt auf jeden Fall destilliertes Wasser und achtet darauf, dass die Container, in denen ihr das macht, zu 100% sauber sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten habt ihr die Gefahr, dass ihr da mit Schimmelpilzen arbeitet. Das ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass dann ein Boveda angefangen hat zu schimmeln. Einfach weil ich nicht darauf geachtet habe, dass die Box richtig sauber war. Und das ist natürlich besonders ärgerlich. Habt da wirklich ein Auge drauf. Benutzt destilliertes Wasser und benutzt zu 100% saubere Boxen. Zur Not spült sie vorher nochmal mit kochend heißem Wasser aus. Das hilft wirklich ungemein. Sache Nummer 2. Wartet nicht, bis die Bovedas wirklich knüppelhart sind. Ihr habt das ganz am Anfang des Videos gesehen, die waren gut ausgetrocknet, aber die waren noch nicht steinhart. Die waren halt einfach nur sehr trocken. Wenn so ein Boveda wirklich komplett trocken läuft, tut ihr euch schwer damit, das wirklich nachhaltig wieder aufzuladen und ihr verkürzt damit die Lebensdauer massiv. Sache Nummer 3 ist, wenn so ein Boveda dann irgendwann mal durch ist, dann merkt ihr das daran, dass sich darin sehr viele harte Kristalle bilden. Das sind wie so Selbstkristalle, die könnt ihr wirklich da durchfühlen. Hier haben wir jetzt so eine ganz, ganz leichte Körnerstruktur drin. Das ist kein Problem. Irgendwann, je öfter wir das aber aufladen, dieses Pack, irgendwann wird das Ganze, wird das zu richtigen Kristallen und dann solltet ihr das Boveda auch austauschen. Ihr tut euch leichter damit, wenn ihr die Bovedas dann eben nicht komplett hart werden lasst, nicht komplett zu 100% trocken laufen lässt, sondern das wirklich regelmäßig durchrotiert und dann nach einer Methode eurer Wahl wirklich ja, aufladen lasst. Es gibt aber zu jeder Methode noch weitere Hinweise. Bei der Indirektmethode, ihr habt gesehen, ich hatte eine Riesenbox. Das war jetzt leider die einzige Box, die ich hatte, wo ich quasi das Ganze mit der Größe passend gestalten konnte.
macht das quasi von der Größe her so passend, wie es geht, dass ihr gerade eine Box habt, wo ihr eine kleine Auflage reintun könnt, wie hier eine umgedrehte Tupperbox. Ihr könnt auch was aus Legosteinen bauen oder was weiß ich nicht was. Einfach eine kleine Erhöhung, dass das Bouvet da nicht im Wasser liegt und dann eine Box, die wirklich recht gut von der Größe dazu passt. Hier war wahnsinnig viel Luft im Spiel. Das verlängert den Prozess unwahrscheinlich. Bei der Direktmethode habe ich es gerade schon dazu gesagt. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr das Pack jetzt an der Luft trocknen lasst, bis das Papier wieder zu 100% trocken ist. Und auch an dieser Stelle sei dazu gesagt, was ich jetzt hier gemacht habe, war nicht ideal. Ihr solltet es nicht 6 Tage lang da drin lassen. Nach 3 Tagen solltet ihr nachschauen. Auch da, je länger ihr das drin lasst, desto höher ist die Chance, dass ihr zum Beispiel mit Schimmelpilzen zu tun bekommt. Von daher achtet da einfach drauf, dass ihr nach 3 Tagen mal reinschaut und guckt, wie es dem Bouvet da geht und dann im Zweifelsfall rausholt. Genau das gleiche gilt für die Methode mit dem Einwickeln. Auch da, wenn wir mit so viel Wasser arbeiten, es besteht einfach die Chance des Schimmels. Schaut da einfach genau drauf, wie es dem Bouvet das geht. Und auch da maximal 3 Tage, würde ich sagen. Und dann schaut mal nach, wie es ihnen geht. Damit ihr auch da nicht euch wirklich irgendwie den Schimmel noch in den Humidor holt, das solltet ihr auf keinen Fall tun. Wenn ihr mich fragt, welche Methode ich empfehle, es ist die indirekte Methode. Ja, sie dauert am längsten, aber es ist die sicherste Variante. Es ist die Methode, wo ich persönlich bisher die wenigsten Probleme mit hatte und wo ich wirklich auch die konsistentesten Ergebnisse erzielt habe. Es gibt Leute, die schwören auf die direkte Methode. Das mit dem Papier, das ist eigentlich die ungewöhnlichste. Ich habe sie nur ein paar Mal gesehen und wollte sie deswegen mit reinnehmen. Also das hier sind die beiden beliebtesten, direkt und indirekt. Ich würde zur indirekten Methode raten, weil das einfach ja die sichere Variante ist. Und wenn ihr irgendwann genug Bewegers habt, könnt ihr die auch einfach immer durchrotieren lassen und habt dann da keine Probleme. Von daher meiner Meinung nach die indirekte Methode am besten geeignet. Dadurch, dass ich das Bouvet jetzt auch, ich muss das jetzt nicht von außen nochmal trocknen lassen, ich kann das einfach direkt wieder in meinen Humidor tun und alles ist gut. Ihr könntet da jetzt noch so Scherze machen, wie die Bouvet das vorher und hinterher wiegen, also einmal frisch ausgepackt, dann trocken gelaufen, dann jetzt wieder aufgeladen und könnt dann quasi genau tracken, wie viel ihr da aufgeladen habt. Müsst ihr nicht machen, das ist, wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne tun. Das ist aber nichts, was ich persönlich mache, denn ich mache das einfach nach Augenmaß. Ich stelle fest, das Bouvet hat wieder Saft im wahrsten Sinne des Wortes. Das fliegt wieder in den Humidor und das nächste harte Bouvet wird rausgenommen und wird dann wieder aufgeladen. Das funktioniert dann auf jeden Fall auch sehr gut. Wenn ihr aber möchtet, könnt ihr das auch tatsächlich abwiegen und da grammgenau arbeiten. Wie sieht das denn bei euch aus? Ladet ihr Bouvetas auf oder werft ihr sie immer weg? Benutzt ihr andere Packs? Es gibt ja auch mittlerweile andere Hersteller, Boost zum Beispiel, die ähnliche Packs verkaufen. Was benutzt ihr? Wie befeuchtet ihr eure Humidore? Fandet ihr dieses Video hilfreich oder nicht? Schreibt es mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare oder macht es noch viel besser. Kommt in unsere Facebook-Gruppe und auf unseren Discord-Server. Beides zusammengeführt in der Etwas Genuss Lounge. Unsere Community würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Mehrere 100 Aficionados und Genussfreunde sind da schon am Start. Ihr könnt das Projekt ja auch gerne unterstützen. Entweder zum Beispiel in Form einer Patreon-Mitgliedschaft, da könnt ihr mich schon ab 2 Euro monatlich unterstützen und bekommt zusätzliche Inhalte und coolen Stuff geboten. Ihr könnt eine PayPal-Spende abliefern oder ihr könnt auch unten über YouTube Thanks direkt was da lassen oder mir zum Beispiel Zigarren zuschicken und dann landet ihr auf der Wand der Spendenlegenden. Ich kann mich an dieser Stelle nur noch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und da unten habe ich euch einfach mal mein Video verlinkt, wo ich eure Fragen zur Zigarrenlagerung beantwortet habe. Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video, garantiert mit etwas Genuss.